Bremen. Bislang hat Elke auf ihrer alten Couch im Sitzen geschlafen. Das soll sich ab heute ändern. Die 58-Jährige hat sich einen neuen, bequemen Sessel bestellt, den sie in Raten abbezahlen wird. So, ja, haben wir drin ist er schon mal. Ja. Ja, ein bisschen nach hier. Noch ein bisschen. Ja. So, warte, jetzt glaube ich, kann es passen. Siehst du mal. Junge, Junge, Junge. So, dann gibst du mir mal den Müll. Ja. Wow. Mein Baby. Ich brauche mich gar nicht hinzusetzen. Oh, ist sehr schön. So einen Sessel hat keiner von den Leuten, die ich kenne. Nee, wir haben den auch zum ersten Mal auf dem Wagen in der Größe. Ja. Naja, ich meine, die Bevölkerung nimmt ja immer mehr zu. Also die müssen sich langsam mal auf andere Möbel auch umstellen, ne? Ja, eben. So. Sind die richtig fest? Die sind fest, ja. So. Jetzt können Sie Sitzprobe vornehmen. Eins, zwei, drei. Mein Thron. Oh, ist das schön. Schön weich, bequem. Der ist wirklich perfekt. Perfekter geht's nicht. Tschüss. Schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss. Nicht nur der neue Sessel macht diesen Tag zu etwas ganz Besonderem für Elke. Die 58-Jährige erwartet Besuch. Von niemand anderem als Facebook-Freundin Monika. Moment, ich komme. 3 Jahre lang haben sich die beiden Freundinnen wegen der großen Entfernung nicht gesehen. Hi, Süße, hi. Endlich bist du da. Du. Hallo. Oh, schön. Ja, ich habe lange nicht gesehen. Nee. Hast du mit deinen Haaren gemacht? Letztes Mal, das sind die noch dunkel. Ja, das stimmt. Mittagzeit. Und was essen? Ja, Mittag geht immer. Und Marsch. Ja, und Marsch. Mit Monikas Auto geht es in ein China-Restaurant. Die Freundin lädt Elke ein, denn nicht nur ihr Körper macht der 58-Jährigen einen solchen Ausflug unmöglich. Guck, passt. Ja. Bereits seit 10 Jahren lebt Elke von Erwerbsunfähigkeitsrente. Haben Sie schon geguckt? Ja. Bitte schön. Bitte. 74. Die endlich haben, ja? Mhm. Nur scharf, ohne süß. Elke. Ja. Ja. Die 73. Auch älter, ja? Ja. Danke. Das ist wirklich lange her, dass du mal rausgekommen bist, ne? Als ich zuletzt Ente gegessen habe, das ist, also in einem Restaurant, das ist, zu lange her. Ich weiß nicht, 15 Jahre, wenn nicht noch länger. Keine Ahnung. Schade, ne? Ja. Ich weiß nicht jeder mag sich mit so einer dicken Personen oder eben überhaupt eine Person, die anders aussieht oder anders ist, zeigen. Es gibt leider zu viele intolerante Menschen noch auf dieser Welt. Und das wird es auch immer geben, ne? Ja, das ist traurig, ne? Ja. Und wie gesagt, mit mir kann man eben halt nicht mehr viel anfangen. Ich bin ja auch eine Belastung in dem Moment. Dann fehlt es ja auch am Geld. Ich kann nicht einfach so spontan mal sagen, oh, ich komme mit, ich möchte auch was essen gehen. Und ich kann nicht immer erwarten, dass auch meine Kinder für mich bezahlen. Ich glaube eben auch teilweise, dass sie sich auch vielleicht schämen, mich mit mir in der Öffentlichkeit zu zeigen. Ich weiß es nicht. Hast du mal mit denen drüber gesprochen? Ja, da heißt es natürlich, Quatsch, wir lieben dich und so. Aber der Einzige, mit der ich schmuse und kusche, ist meine jüngste Enkelin. Ne? Und ich hoffe nicht, dass sie in ein paar Jahren mal sagen, ich komme nicht mehr zu dir, weil das, mit dir kann man ja sowieso nichts anfangen. Trotz Einsamkeit und Krankheit, Elke versucht, ihr Leben so gut es geht zu meistern und die seltenen Glücksmomente zu genießen. Wenn ich schon mal essen gehe, dann habe ich das wieder, vielleicht in 20 Jahren, wenn ich da überhaupt noch lebe. Das ist mein absolutes Lieblingsgericht. Und dann isst du das so selten? Ja. Guten Appetit. Wünsche ich dir auch. Tage wie dieser helfen Elke dabei, neue Kraft zu schöpfen. Dass ihr jemand zuhört und sie versteht, ist für sie ein wichtiger Trost. Jede Minute mit der Freundin ist kostbar, denn irgendwann ist nicht nur die Ente verputzt, Monika muss auch wieder nach Hause.
Doch vorher will Elke ihr noch die neue Schlafmöglichkeit zeigen. Oh, was ist das? Den habe ich neu. Ein kleiner Sessel, ne? Schöner kleiner Sessel, ne? Ja, mein ja. Thron, ne? Ja. Hast du schon drauf geschlafen? Nee, habe ich ja erst gekriegt heute. Komm, ich komm bei dir an die Seite. Oh. Oh. Der neue Sessel und der Besuch von Monika lassen Elke für heute ihre Gewichtsprobleme fast vergessen. Die Bremerin strahlt positive Lebensfreude aus. Von der Ausstrahlung her und so, und auch jetzt vielleicht mit den Haaren, frischer, nicht so kaputt wie letztes Mal, wo wir uns gesehen haben. Sie hat ein bisschen zugenommen, das hast du, ne? Ja, das habe ich, ja. Ja, aber sonst, so von der Gesamtausstrahlung, möchte ich sagen, siehst du besser aus. Danke. Beim letzten Mal, doch. So, jetzt könnt ihr sehen, wie eine dicke Tante auf den schönen XXL-Sessel hochhoppt. Achtung! Oh, nee. Oh. Ich bin so verliebt in den Sessel. Das ist auch mein Thron. Da kriege ich noch einen Namen, einen schönen. Oh, so was Herrliches. Oh. Und das ist mein Sessel. Den kriegt niemand. Den vererbe ich auch nicht. Den nehme ich später mit ins Grab. Noch hat Elke ihren Humor nicht verloren. Sie will leben, egal wie schwer ihr Alltag ist. In Köln-Wesseling wird es ernst. Die Ärzte wollen zuerst Julia operieren, bevor dann bei Andreas eine große Fettschürze amputiert werden soll. Ich bin sehr aufgeregt und habe Angst. Und war hast du Angst, Julia? Dass ich halt nicht mehr auf. Etwa 3 Stunden lang wird Julia unter Vollnarkose operiert werden. Chirurg Dr. Richter leitet das Team, das die Hautstraffung durchführen wird. So, schönen guten Morgen. Die Patientin hat große Angst. Wir nicht. Wir sind entspannt, aber das ist auch gut so. Das ist normal, dass Sie aufgeregt sind für dieses erste Mal. Für uns Gott sei Dank nicht. Wie schwierig ist denn die Operation? Das ist nicht ganz leicht. Sie ist ja noch gut dabei, kräftig übergewichtig. Das heißt, da werden wir uns erstmal orientieren müssen, gucken, was wir an Überraschungen eventuell haben an der Bauchdecke. Trotz aller Erfahrung, ungefährlich ist der Eingriff nicht. Das Risiko ist nicht schön zu reden. Das kann heute passieren, vor laufender Kamera passieren, wie auch immer. Das sind die Sachen, Unwegsamkeiten in der Medizin. Die Operation bedeutet eine erhebliche Veränderung für Julia und ihren Körper. Man muss sich das jetzt so vorstellen, zwischen den beiden blauen Linien, das wird alles entfernt. Jetzt kann man so ein bisschen das OP-Ergebnis simulieren, ne? Wir setzen jetzt da mal so die Klemmen hin, wie wir uns das vorstellen. Dann wird der Bauch eben entsprechend straffer. Ne? So, wir fangen an. Ne? Aufgrund der Ausmaße der Fettschürze sind große Schnitte notwendig. Der Chirurg schneidet vom Brustansatz bis zum Schambein und zusätzlich einmal quer über das Becken. Auch Julias Nabel näht er neu ein. Ich glaube, mit dem Ergebnis wird sie hoffentlich zufrieden sein. Das ist jetzt alles schön fest, da wackelt nichts mehr. Unten kann jetzt alles belüftet werden. Also ich denke mal, von der Operation wird sie profitieren. Während es für Julia nach der Operation in den Aufwachraum geht, steht dem Ärzteteam jetzt die weitaus größere Aufgabe bevor. Statt den Bauch zu straffen, soll bei Andreas amputiert werden. Ein radikaler Schritt, vor dem selbst der erfahrene Chirurg Respekt hat. Also das ist eine ganz andere Nummer hier als Herausforderung. Da haben wir wirklich, das sind Ausnahmesituationen, wo wir solche Operationen überhaupt machen. Hier kommt es wirklich funktionell darauf an, dass er sich wieder bewegen kann. Das wird am Ende noch nicht schön aussehen. Er wird immer noch dick sein, er wird immer noch unförmig sein. Das ist ihm auch alles klar und bewusst. Aus diesen Mengen können wir einfach jetzt
keine Elfe schnitzen. Der massive Eingriff ist über 10-mal so riskant wie die OP bei Julia. Die Amputation der Fettschürze bedeutet eine gewaltige Umstellung für den kompletten Organismus von Andreas. In Köln arbeiten sich die Chirurgen weiter Schnitt für Schnitt durch Andreas' Bauchgewebe. Die entfernte Fettschürze ist ein wahrer Koloss aus Blutgefäßen, Nerven und Fettgewebe. Das unfassbare Operationsergebnis: 15 Kilo 960 Gramm. Wir sind sehr zufrieden. Ja, wir haben 15 Kilo entfernen können, wie wir es ungefähr vermutet haben. Es hat relativ stark geblutet, was uns nicht überrascht hat, weil diese ganzen Gefäße, die da sind, ja mal einen Riesenbauch haben ernähren müssen. Und da haben wir uns halt Schritt für Schritt durcharbeiten müssen. Aber ansonsten sind wir sehr zufrieden. Der Patient hat die Operation gut überstanden, muss aber zur Sicherheit noch auf der Intensivstation überwacht werden. Freundin Julia hingegen ist bereits aus der Narkose erwacht. Ja, mir geht's soweit gut. Ziemliches Spannungsgefühl und so ein starkes Brennen habe ich da, wo der Bauch mal war oder so. Keine Ahnung. Sehr, sehr glücklich bin ich über die Situation, dass es endlich weg ist. Und mit der überschüssigen Haut sind endlich auch alle Zweifel verschwunden. Also ich denke, wir bleiben definitiv zusammen, Andi und ich. Wir haben jetzt so viel durchgestanden und so viel geredet in der kurzen Zeit, in der wir jetzt auch wieder zusammen sind. Und ja, es reicht einfach für ein komplettes Leben. Und ich freue mich drauf, auf unsere gemeinsame Zukunft, auf unsere schlanke gemeinsame Zukunft. Ab jetzt soll dem Glück nichts mehr im Weg stehen. Julia und Andreas haben es tatsächlich geschafft. Ein halbes Jahr lang zeigten 13 ganz unterschiedliche Menschen ihr Leben mit Übergewicht. Schritt für Schritt offenbarten sie eine Welt, die vor allem eins bedeutet: den Kampf, akzeptiert zu werden. Carsten aus Oberhausen begann bei 200 Kilo und startete mit Schlauchmagen in ein neues Leben. Ich bin seit 10 Monaten operiert. Fühle mich total super, habe jetzt mittlerweile 71 Kilo runter. Ich zeige mal meinen Schwabbelbauch. 130 Kilo statt 200. Eine Erfolgsgeschichte, von der Lkw-Fahrer Rainer nur träumen kann. Der Gladbacher muss weiterkämpfen. Er hat abgenommen. Ich bin wieder hochgegangen, weil ich leider Gottes nicht genug konsequent war. Man könnte sagen, die Sucht ist wieder, die hat wieder gesiegt. Julia und Andreas haben die größte Reise hinter sich. Heute sind sie endlich am Ziel. Gemeinsam. Also wie ihr seht, die Fettschürze ist weg. Die Hosen schlackern. Das Ergebnis? Einwandfrei. Ich bin mega glücklich. Ich habe bei der Sendung mitgemacht, um einfach ein Zeichen zu setzen. Ein Zeichen, dass man sein Leben lang zu kämpfen hat als dicker Mensch. Ich sehe so viele dicke Kinder, wo eigentlich nicht dick sein müssten. Und nur wenn ein Kind sagt, ich habe Hunger, sollten die Eltern nicht nachgeben, sollten dran denken, was aus ihrem Kind mal wird. Dass man nicht zum Vergnügen so viel isst, um später so auszusehen. Dass die Dicken nicht immer herunterziehen oder beleidigen. Viele Menschen sind auch krank. Männer, die dann sagen, hier, du musst jetzt abnehmen, du bist mir zu dick, sonst nehme ich mir eine andere Frau. Also irgendwo stimmt es dann im Kopf nicht ganz. Ich würde mir wünschen, dass Deutschland die Schönheit nicht von der Kleidergröße oder vom Gewicht ausmacht, sondern von der Persönlichkeit. Leben mit Übergewicht hat viele Gesichter. Dickes Deutschland. Jeder Vierte ist betroffen.